Servus Leute, es ist soweit. Haben wir ein Infovideo heute? Was Infovideo haben wir? Ja. Ja, die Info. Wir sind wieder daheim, im schönen Tirol. Das heißt, leider ist die Zeit schon wieder vorbei, im schönen Tschechien bei Excalibur City. Ja, es hatten ein paar Tage länger sein können. Ne? Heißt aber natürlich, mehr als hast du damit nochmal. Money, money, money. Ne? Weil auch wenn es voll billig ist, aber du brauchst nachher echt mehr Kohle, wenn du länger da bist, weil man gibt natürlich ohne Ende Kohle aus. Ja, es ist voll lässig gewesen. Zu den Videos noch, was wir drüben gemacht haben. Wir haben ja das erste Video da hochgeladen, vom ersten Einkauf. Da kommen jetzt ja die ganzen Videos davor, wo wir jetzt nacheinander hochladen. Das erste war ja heute schon für die FB3 Small für Jürgen. Das Problem war, ja, bei den Videos alle, ja, da haben wir die Problematik, da war es sehr windig an dem Tag. Und dann fällt natürlich der Sound leider nicht so gut um. Ja, zwischendrin gibt es nachher die Videos noch, für, wo wir in Österreich noch gemacht haben, davor dann. Das sind alles F2, P1 Videos. Vielleicht sogar ein bisschen F1, ich weiß es aber nicht mehr genau. Und so vor Silvester, ich glaube so. Ja, vor Silvester. Entweder November, Dezember, weil wir haben einen zweiten Einkauf auch noch getätigt. Das war der größte Einkauf bei Excalibur City. Und ja, da gibt es natürlich sau viele Sachen natürlich. Und das war alles leider noch F3 und F4. Und auch ein Böller, der war sogar im P1, den habe ich davon noch nicht gekannt. Der war, muss ich auch gleich schon sagen, der war heftig. Ja, das einmal zur Information, was weitergeht jetzt auf dem Kanal. Von den Videos her, insgesamt Videos sind das jetzt nur 114 Stück. Mit, das sind, wie viele Videos haben wir mehr gemacht in Tschechien? Ich glaube 25 oder 30 Videos, oder? Rechts sind von Österreich. 115 sind es natürlich jetzt mit denen, muss man jetzt noch gleich hochladen. Das war mal das. Jetzt nicht gleich mit Bürotechnik, was jetzt so wo in Tschechien ist, wo generell ist sie drin. Überall Restaurants, Co. und Zeug. Pizza, Pizza. Pizza, gute Pizza. Mit sehr viel Knoblauch. Chocosel. und ja. Es gibt Schick ohne Ende, es gibt Alkohol ohne Ende, Lebensmittel ohne Ende und auch der Haufen. Ja, aber der Alk ist schwach. Ja, dein Bier, das war dann leider schwach. Das hat ja Wodka und da ist auch ohne Kuh. Ja, das mag ich geben, nicht. Aber ja, du bist halt der alte Biertrinker. Ja, da steht eh schon seit Dosennummer. Ne? Aber ich darf nicht reden, ich habe auch nicht durch. Ja, das war einmal das. Nein, es gibt Haufen Sachen zum Anschauen. Museen, du gibst einen Vergnügungspark. Das heißt, du kannst auch. Aber hauptsächlich für Kinder, würde ich sagen. Der Vergnügungspark. Ja, mehr. Selber. Das ja. Ist echt eher für die Letzten. Das heißt, wenn einer rumfährt mit der Family, für die Kinder gibt es da Sachen drüben. Ne? Und sonst ist ja, Hauptaugenmerk, wo eh Asiamarkt, der Asian Bazaar heißt halt da. Da ist eh der, was die Kamera da in der Hand hat. Donnerschlag, ne? Ja, der Asia Bazaar Junkie, ne? Ja, der war vor Steinsachen bei den Chinesen in der Baracken. Ja. Weil der war am öftesten da. Wir waren schon ein paar Mal rein, aber wir sind halt eigentlich gleich wegen dem Feuerwerk halt da gewesen. Ne? Aber ja, Donnerschlag, den haben wir fast nicht mehr rausgekriegt. Ja. Ich hab mir gedacht, wenn der noch länger drin bleibt, noch langsam da so. Die Augen ein bisschen verziehen. Ja. Dann ist auch einer Pferd. Dann steht auch nichts mehr rein. Kommen Sie, heute billiger. ja, das war mal das. Was haben wir nur als Info? Ja, wir waren da, wir sind natürlich nächstes Jahr wieder da. Aber da werden wir halt vor Silvester immer das noch machen, weil anscheinend gibt es viel mehr. Und nachher wird auch Augenmerk mal sein auf Raketen, Bombenrohre und Batterien und natürlich Böller auch wieder dazu. Gerade einfach immer dazu. Bumm, ja. Da tut es aber gescheit einen Bumm, ne? Weil man das, weil eh nachher noch jeder sehen, wenn wir die Videos noch hochladen, wie mit den Giant Maroon und Co. Immer, das ist abartig, ne? Aber lässig. Ich sag mal so, ich find's eh cool, dass das da drüben echt jeder zünden darf und alles, aber ich sag halt auch jeder, der was das da will, echt mit Bedacht, stellst das nicht irgendwo hin beim Gebäude oder was, der jetzt echt so ist wie mir. Fahrt's aus in die Felder, stellst das hin, zündest an und wortwörtlich, wie es normal auf dem Böller draufsteht, rasch entfernen. Ne?
da nicht auf dem Meter zustehen bleiben oder was nicht, weil das kann echt verheeren. Was haben wir noch? Was hat dir denn sonst noch so gut gefallen? Nachher sag du einmal ein bisschen was und danach der Donnerschlag. Ja, mir hat eigentlich, ja, alles eigentlich. Ja. Also mitten auf Nacht die Mondscheiner schauen, hat man gut gedacht. Ja, das hat schon mal bin ich auch schon. Du machst auf Thema so, oder? Nein, aber Dinge. Die Spielhalle da war ganz lässig, wahrscheinlich. Ja, die war da beim Museum dabei, da haben sie alles, die ganzen alten Automaten, Flipper-Automaten oder die. Wie hat man das noch genannt? So wie es wird, sowas die Time Crisis Sachen, so wahrscheinlich so mit Ballerei auf dem Bildschirm und da ist ja. Halt vor allem was gegeben, also Boxautomaten und da ist alles, was man so gegeben hat, gibt es da noch. Das ist echt lässig. Das ist und einen richtig. Haufen Jukeboxen siehst du. Ja, sowieso. Hast du auch Jukebox Museum, sind aber ein Haufen alte Auto rein und da ist das heißt, in jedem, was solche Sachen interessiert, ist natürlich auch lässig zum Anschauen. Wohl. Du hast auch ein Restaurant dabei, das hat so ein Ami-Style, da dachte ich, da war halt Burgerfood und so schon froh. Ne? Das wollen und ich wollte ein bisschen, das hat jetzt lustig ausgeschaut wahrscheinlich. Ah, okay, oder? Ja, ich hab's nicht gemerkt, aber ich schaue mir das Video nachher. Ja, das war mal das. Das heißt, mit Tschechien war glaube ich alles geklärt. Ja, eben, wir fahren halt nächstes Jahr nochmal hin. Sei dort so, jetzt sage ich gleich dazu, was wir nächstes Jahr noch machen werden. Spanien, das werden wir auslassen, weil das war das Jahr schon eine Katastrophe. Scheiße. Weil einen Tag davor im Flug. Der Covid. Der Covid hat zugeschlagen. Ne? Ja. Der Penner. Eigentlich haben die Regierungen alle zugeschlagen, weil die alle so ein mega Drama draus machen. Aber ich meine, das ist jedem seine eigene Ansicht. Weil so übertrieben muss es jetzt auch nicht sein. Aber das ist echt schon. Das ist ja schon bei der Wirtschaftsschädigung. Nein, ja, seid ihr so, Spanien wird deswegen auch Sachen lassen, weil zum, mit dem Auto hinfahren ist einfach zu weit, weil ich habe da bei Google Maps geschaut, das sind ja 16 Stunden zu fahren. Und wir Tschechien, Polen, Schweiz, Italien, da wo wir da hinfahren, das ist alles ein bisschen nachher. Eben, wie schon aufgesagt, die Bo, wenn nächstes Jahr in Angriff. Das heißt, nochmal Tschechien, Excalibur City. Eben, da haben wir noch einen Vorarlberger Kollegen auch nachher noch dabei, das wird. Eben, der wird da in Tschechien schon dabei sein, der wird auch da in Polen dabei sein, weil da kennt er sich aus, der ist auch schon gewesen, da in Lovice oder wie das heißt. In der Schweiz natürlich auch, das ist noch zum 1. August, zum Geburtstag der Schweiz. Da werden ein bisschen schöne Salutraketen von Bugano zünden und Zink und Co. Und Italien, ja, Italien wird einmal geschaut, da gab es auch lässige bürotechnische Events. Schauen wir, ob sich das alles ausgeht. Man weiß ja nicht, vielleicht schlagt er wieder zu der Covid. Das waren mal die Sachen. Ja, videotechnisch. Eben, wir haben jetzt so viele Videos gemacht, wir werden jetzt jeden Tag ans Hochladen. Ja, laufend. Laufend. Eben, wir haben jetzt mit denen, wie gesagt, 115 Videos. Das heißt, eigentlich für bis zu Silvester haben wir zu viele Videos. Ja. Rein theoretisch kann man sogar mal zwei Wochen am Tag. Falls einen interessiert, das kann auch in die Kommentare reinschreiben. Sonst bleibst du halt bei einem. Aber jeden Tag einen werden wir jetzt einmal machen. Weil nächstes Jahr kommen nicht echt wieder ein Haufen Sachen zu machen. Zünden, Produkttests, Co. In der Water, in der Night. Vielleicht kriegen wir das Jahr jetzt einmal ein bisschen Schnee. In der Tag, ja. In der Tag, das ist noch eh das Produktvideo, oder? Wenn wir Glück haben, den Winter kriegen wir vielleicht einmal ein bisschen Schnee. Dann haben wir mal vielleicht Böller in der Snow. Im ja, Sand haben wir eh schon alle angemacht, aber im Sand, weiß ich nicht, haben wir irgendeinen neuen Artikel dabei, wo sich so ein Sandvideo mal wieder rentieren darf? Ich weiß es nicht. Nicht wirklich, glaube ich. Ne? Da müssen wir einfach produzieren. Produzieren. Ja, Videos produzieren, haben wir sowieso ein Ende. Ja, jetzt werden wir mal just for fun Feuerwerk zünden, ne? Ohne Videomacherei. Weil. Videos, eben, wie gesagt, gibt es ohne Ende jetzt auch. Ja, das war mal so weit alles gewesen. Ich glaube, bei Tschechien haben wir jetzt auch alles gesagt, oder bei den Videos in Tschechien haben wir alles gesagt, wie das ablaufen wird. Ja. Und ich habe das auch dazu gesagt, dass beim zweiten Einkauf die Videos auch besser sind, weil dann die Tag, wo es mal scheinen, nicht so windig in der Regen und alles. Ne? Nur mal zur Info, was ich nicht gesagt habe. Wenn ich mich wiederholt habe, Entschuldigung. Ja,
so weit gibt es eigentlich nicht mehr viel zum sagen. Ja, außer das mit Mollfeuerwerk, mit dem Vorschießen noch. Da können wir leider nicht hin. Tirol ist zum Risikogebiet erklärt worden. Das heißt, wir dürfen, soweit ich das jetzt verstanden habe, nicht mehr in Deutschland einreisen. Das heißt, das ist automatisch für uns noch jetzt Geschichte geworden. Ich meine, ich hätte es mir sehr gerne angeschaut. Hat es natürlich auch ein Video davon gegeben, weil da war eben Funke da gewesen, Agenta war da gewesen, ABA Feuerwerk, der Röder hat da noch was gemacht und Co. und Mozville, ne? Und ja, das war mal das Thema, das einzigste, was das ja noch zum Sehen gibt. Ein Arbeitskollege von mir, der hat jetzt eine Hochzeit. Und da werden wir natürlich das schöne Feuerwerk, was da gezündet wird, noch aufnehmen. Dann gibt es das auch noch zwischendrin nochmal. Soweit war ich fertig. Hast du noch was zu sagen? Fällt dir noch was ein? Dass halt Videos kommen den nächsten Tag. Ja, die nächsten, nicht leider die nächsten Tage. Es kommt das Video jetzt noch sofort, sobald wir es angeschlossen haben. Und nach morgen, übermorgen, übermorgen. Und einfach jeden Tag bis Silvester. Das war es einmal soweit. Bis zum Bum-Bum-Gärtner. Ja, bis zum richtigen Bum-Bum-Gärtner. Das heißt, zu unserem Hauptfeiertag. Ne? So, Donnerschlag. Hast du noch irgendwas zu sagen? Lässig was. Was in Tschechien? Ja. Was war denn so lässig? Asienmarkt. Ja, was du denkst. Ja, du hast ja da gewohnt. Ja, was hat dir sonst noch so gefallen, außer in Asienmarkt? Ja, das Museum und das Hotel. Und sonst noch? Der Asienmarkt. Und Gokart fahren. Ja. Gokart fahren, wo wir auf dem Elefanten angeguckt haben. Ricky. Auf dem Elefanten haben. Ja, ich seid ja wohl drüber. Nein, ich glaube am besten hat den Donnerschlag gefallen in der Asiamarkt. Am zweiten Platz, glaube ich, bei ihm war es der Asiamarkt und am dritten Platz, glaube ich. Gokart. Nein, Asiamarkt. Asiamarkt. Immer der Asiamarkt. Ne? Ja, das war's gewesen mit dem Infovideo. Also. Gibt's nicht mehr viel zum sagen. Und bis. Man sieht sich halt wieder, ne? Und bis zum. Und bis zum. Nächsten Mal und? 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 Servus! Servus!